Zwei Kids im Beiwagen. So geht eine komplette vierköpfige Familie auf Motorradtour. Jaron und Yannick haben Glück. Ihre Eltern sind Ramona und Herbert Schwarz. Der renommierte Touratec-Gründer und seine Frau unterziehen ihr Reiseequipment weltweit harten Tests. Diesmal samt Familie in Griechenland. Gespannfahren ist eine wunderbare Art, die Welt zu entdecken. Durchs Gespannfahren lassen sich unsere große gemeinsame Leidenschaft des Reisen mit dem Motorrad und unsere Familie unter einen Hut bringen. Es gibt also keine Ausrede mehr, dass man das Motorradfahren an den Nagel hängen muss, wenn man Kinder bekommt. Herbert tut, was er die nächsten Tage unzählige Male tun wird. Er verzurrt die Fahrräder seiner Söhne auf dem Gespann. Und weiter geht's über den malerischen Peloponnes im Süden Griechenlands. Die vierköpfige Familie und drei Begleiter freuen sich aufs Motorradabenteuer. Über endlos sich dahin schlängelnde, kaum befahrene Straßen führt die 2000 Kilometer Tour durch den Peloponnes, die Halbinsel mit den weltberühmten Städten Korinth, Sparta und Olympia. Die Kinder im Doppelbeiwagen sind solche Touren gewohnt. Dadurch kommt die kleine Karawane zügig voran. Als erfahrener Motorrad-Weltenbummler kennt sich Herbert Schwarz mit dem Benzinkocher bestens aus. Nach 150 Kilometern weiß er es sehr zu schätzen, dass man damit spontan hungrige Mäuler stopfen kann. Wir haben uns einen coolen Platz gesucht. Der ist hier bei einer Kleinkapelle. Die Kinder haben ihre Fahrräder, dass sie einfach erstmal ein bisschen zufrieden sind. Und jetzt nichts wie Wasser aufsetzen, Nudeln kochen, dass sie irgendwie was zu essen haben, dass hier einfach keiner irgendwie das Gefühl hat, verhungern zu müssen. Also die Kinder, da muss man gucken, dass sie einfach immer zufrieden sind. Normalerweise bekommen die Kinder etwa um 17 Uhr etwas zu essen. Heute ist es schon 19 Uhr und sie haben einen Bärenhunger. Deshalb sorgt Ramona nach einem Ausflug zur Schafherde dafür, dass Nudeln auf den Teller kommen, die absolute Lieblingsspeise der Kinder. Ramona weiß genau, was sie auf Motorradreisen tut. Sie und Herbert haben bereits unzählige Länder und alle Kontinente auf zwei Rädern bereist. Gespannfahrer Herbert kennt nur zu gut die Vorteile, aber auch die Tücken des dreisitzigen Vehikels. Wenn man das erste Mal auf einem Gespann sitzt und will losfahren, macht das Gespann genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwartet. Man will links abbiegen, man hat ja alles drauf vom Motorradfahren, das Gespann fährt gut gelaunt nach rechts. Das heißt, unbedingt, bevor man sich so ein Gespann bauen lässt, bevor man eins kauft, einen Gespannlehrgang machen, einfach um zu sehen, ob man sich überhaupt an diese komplett andere Fahrgeometrie, an dieses ganz andere Fahrverhalten gewöhnen kann. Beim ersten Lagerplatz im Nordwesten des Peloponnes machen sich's die Motorradtouristen am Lagerfeuer gemütlich. Der Hirte von tagsüber und seine Frau haben frische Ziegenmilch mitgebracht, die allerdings erst abgekocht wird. Die mitteleuropäischen Mägen werden's danken. Urplötzlich waren die beiden aus der Dunkelheit aufgetaucht. Ihre selbstverständliche Gastfreundschaft begeistert die britische Mitfahrerin Stephanie Rowe und die restliche Bikertruppe. Jan Peter. Ohne große Worte und Aktionen kommt man sich schnell näher, trotz Sprachbarrieren. Eigentlich möchte ich auch immer so sein, wenn Fremde kommen. Dass man einfach vorbeikommt, plaudert auch ohne Sprache, ohne Sprachkenntnisse. Man versteht sich, irgendwie was vorbeibringt. Einfach, dass es den Gästen gut geht. Der nächste Morgen. Yannick und Jaron sind frisch und ausgeschlafen. Die restliche Truppe noch müde. Herbert kocht schon Kaffee für alle. Hinein kommt die Ziegenmilch vom Vorabend. Ein seltener Luxus. Die Touratec-Gruppe genießt ein seltenes Glück. Sie hat es nicht eilig. Keine festgelegte Route.
Die Kinder entscheiden immer, wo es hingeht. Wenn die beiden ans Meer wollen, dann geht's ans Meer. Wenn sie in die Berge wollen, fahren alle in die Berge. So läuft alles extrem entspannt. Naupaktos am Golf von Korinth. Ein kleines Dorf mit großem Strand. Schon Ende Mai ist das Wasser warm genug, um zu baden oder endlos lange zu planschen. Während der Nachwuchs unermüdlich herumtobt, haben die Erwachsenen unruhigen Campingschlaf und viele Stunden im Motorradsattel hinter sich. Aber Hauptsache, alle sind zusammen unterwegs. Einer der großen Vorteile des Gespannfahrens. Gespannfahren war nie wirklich out. Es ist nur halt so ein kleines Nischenprodukt, dass es nicht wirklich auffällt. Wir reden in Deutschland ungefähr von 10.000 Gespannen. Das ändert sich jedes Jahr um, was weiß ich, 100 Stück oder so, die neu gebaut werden. Also ein relativ gleichbleibendes Level. Und insofern kann man nicht davon sagen, dass es mal out ist oder mal wieder kommt. Was sich ändert, ist die Kundenstruktur. Bis, sagen wir mal, Mitte der 2000er Jahre war das Reisen mit Kindern total in. Dann auf einmal ist es wie abgeschnitten gewesen und es kamen nur noch ältere Herrschaften, die gesagt haben, ich brauche ein drittes Radl, das Moped ist so schwer und bevor es umfällt und so. Und jetzt gerade durch die Aktivitäten von Touratech, speziell eben der Ramona, ist das Wort wieder am Kippen. Also die Kundschaft wird mit einem Schlag deutlich jünger wieder. Die Biker sind inzwischen wieder auf dem Rückweg nach Naupaktos. Nach dem langen Nachmittag am Strand sind die Kids hundemüde. Unsanftes Wecken wäre nicht gut für die Laune. Deshalb ist vorsichtiges Helmabnehmen angesagt. Es war ziemlich anstrengend mit den Sandburgen und den Wassergräben und dem Muschelsuchen. Außerdem sind die Jungs gestern ziemlich spät ins Bettchen gekommen, durchs Lagerfeuer. So romantisch und schön, war, dass sie nicht vor 11 oder 12 ins Bett kamen. Nach rund 5 Minuten kommen die beiden 4- und 5-jährigen Jungs doch wieder in Gang. Währenddessen findet Herbert in der Nähe einen Zweiradladen, wo hoffentlich das Tretlager von Yannicks Bike repariert wird. Was halt das Besondere ist, wenn man mit Kindern unterwegs ist, es geht nicht nur das kaputt, was man selbst kaputt macht, sondern noch viel mehr das, was einem die Kinder kaputt machen oder was sie sich selbst kaputt machen, weil sie testen. Auf Materialermüdung, sie testen auf Langlebigkeit, sie testen einfach auf Wegschmeißen. Egal, Papa macht's ja ganz. Und sie werden wieder recht behalten. Ich organisiere es, sie fahren weiter, sie haben ihren Spaß und ich bin dann auch wieder froh. Offenbar wäre Herbert mit seinem Notwerkzeug überfordert gewesen. Also das alles hätte ich gar nicht gewusst, was ich machen muss. Er ist froh, dass der Laden noch offen hatte und ihm geholfen wird. Yannick wäre ohne Bike unglücklich gewesen. Herbert geht's mit seinem Bike immer genauso. Am Abend stößt Meletis Stamatis von Touratech Athen mit Freunden dazu und gibt den deutschen Bikern Tipps für die Weiterfahrt. Die führt am nächsten Tag über die Rio-Andirio-Brücke am Golf von Korinth. Die großen und kleinen Biker überqueren das Wasser auf der zweitlängsten Schrägseilbrücke der Welt. 2,9 Kilometer erstreckt sie sich über die 65 Meter tiefe Meerenge. Unterwegs gibt es kein Verständigungsproblem. Bluetooth-Technik hilft. Natürlich ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, also manchmal sind die Jungs auch schlecht gelaunt und deshalb ist Intercom eine sehr gute Idee. Ich weiß dann, Herbert fragt bei den Jungs ab, Daumen hoch und er bekommt dann Daumen hoch zurück. Das heißt, alles ist okay und wenn einer der Jungs dieses Zeichen macht, dann wissen wir, jetzt ist Handlungsbedarf und dann schalten wir uns per Intercom zu und erzählen zum Beispiel eine Geschichte. Oder Intercom ist überhaupt eine gute Idee, wenn man was Tolles entdeckt am Straßenrand, das man den Kindern zeigen möchte und einfach worauf man sie aufmerksam machen möchte. Alle lieben die griechische Küche und genießen das Essen auf dem Peloponnes. Fast alle. Nur die Beiwagen-Kids setzen stets auf Nudeln. Dafür sind Jaron und Yannick auch fit für die Weiterfahrt. Offenbar im Gegensatz zu Begleiter Wolfgang, der den glatten Straßenbelag unterschätzt.
Etwas zu viel Gas am Kurvenausgang, schon dreht sich die schwere Enduro mit durchdrehendem Hinterrad ein. Der Sturz geht jedoch glimpflich aus. So geht es ungehindert zur Seenhöhle von Kastria Achaia im nördlichen Zentrum des Peloponnes. Fantastische Mythen ranken sich um die Höhlen, die man auf sicheren Stegen und bei immer konstanten 16 Grad besichtigen kann. Besonders imposant sind die Steinformationen an den Höhlenwänden, die teils wie Lampenschirme oder wie Vorhänge aussehen. Die Neugierde der Kinder wird hier intensiv gestillt, ehe für sie wieder die immer spannende Fahrt im Doppelbeiwagen weitergeht. Die Ruinen von Delphi erfüllen leider nicht ganz die Erwartungen an eine weltberühmte Sehenswürdigkeit. Der nicht allzu lange Aufenthalt hier genügt. Mit den Kindern im Beiwagen sind besonders viele Pausen nötig und nur kurze Etappen von maximal 2 Stunden möglich. Zusammen mit den Locals von Touratec Athen macht das Selbstkochen am Schlafplatz besonders Spaß. Nicht immer sind die kleinen Biker abends müde. Geschichten vorlesen kann helfen. Am nächsten Morgen genießen alle das Frühstück in einem Restaurant. Auch Meletis von Touratec Athen. Seine Arbeit ist seine Leidenschaft. Touratec ist für uns nicht nur ein Geschäft. Das mögen wir so daran. Es gibt andere Unternehmen am Markt für Reisezubehör, aber die fühlen und leben das nicht so. Für uns ist das eine Lebensart. Wir leben nicht nur davon, Touratec-Produkte zu verkaufen, sondern wir leben mit ihnen. Wir veranstalten Touren und Events, auch Rennen. Unser Leben basiert auf diesem Konzept. Das ist eine Lebenseinstellung, nicht nur ein Geschäft. Am nächsten Morgen in den Bergen von Ephia, nordöstlich von Athen. Vor allem die Enduro-Spezialistinnen Sophie und Ramona Schwarz testen ausgiebig die Schotterqualitäten der neuen Bikes und des neuen Reisezubehörs, ehe es wieder auf gewohnt gutem Asphalt weitergeht. Egal auf welchem Untergrund, Gespannfahren hat ganz spezielle Tücken. Wir haben uns für eine R1200 GS Adventure entschieden. Großer Tank war für uns sehr wichtig, dass wir einfach eine vernünftige Reichweite haben, trotz des etwas höheren Verbrauchs, was ein Gespann hat. Uli empfahl uns damals einen Seitenwagen der Firma Triptec. Das Modell heißt Healer. Und er sagte, ich glaube, für euch wäre es ideal, wenn die zwei durchaus aufgeweckten Jungs nicht nebeneinander sitzen und sich die ganze Zeit irgendwas auf den Kopf hauen können, sondern wenn sie in aller Ruhe hintereinander sitzen. Und für mich hatte dieses Konzept eigentlich sehr viel Charme, denn dadurch ist das Gespann auch nicht ganz so breit wie ein Gespann mit 1,5 oder 2 Sitzen nebeneinander. Die Fähre zwischen Ephia und dem Festland bringt eine Eigenheit des Reisens mit Beiwagen, Kind und Kegel zutage. Man braucht immer länger als erwartet, bis man alles angezogen, gepackt und verstaut hat und endlich starten kann. Die Biker kommen gerade noch früh genug in die Gänge und rollen fast als Letzte von Bord. Wieder lockt Schotter statt Asphalt.
Eine besonders abwechslungsreiche Tour durch südliche Griechenland neigt sich dem Ende zu. Zeit für ein Fazit zu den Unterschieden zwischen Motorrad und Gespannfahren. Gespannfahren ist anders. Viele sagen, naja, das Gespann verbindet eigentlich die Nachteile von Automobil und Motorrad auf nahezu geniale Weise. Das heißt, wenn es regnet, wird man nass. Wenn ein Stau ist, steht man hinten an. Für mich ist es in der Zwischenzeit eigentlich ganz anders, sondern es verbindet die Vorteile von beiden. Man hat die Kinder dabei, man hat den gleichen Spaß, man hat die gleichen Eindrücke wie beim Motorradfahren, aber man ist einfach zusammen unterwegs. 2000 Kilometer zwischen Abenteuer und Antike. Postkartenmotive und Panoramastraßen begeistern die Biker und locken zur baldigen Rückkehr.